es geht weiter. Achso, wolltest du was sagen? Dann sagst du es. Ich wollte nur sagen, willkommen zurück aus der Werbung. Okay. Ja, wir haben. Ich habe weiter geforscht nach dem Vorschlag, dass sich im Abfluss an der Spüle im Flur Haare der Hexe befinden, die wir ja noch brauchen, um den Zaubertrank zu vervollständigen. Haben wir hier in die Spüle geguckt, festgestellt, dass da in der Tat Haare drin sind. Sind dann ein Stockwerk tiefer gegangen, haben das Rohr entfernt. So ein Klempner-Let's Play. Ja. Nur das Problem ist... Klempner-Simulator. Oh, du hast das Rohr entfernt. Was sagt sie? Genau. Das ist oben noch drin. Also sie sagt nur, dass es ist. Also irgendwo dazwischen. Genau. Also müssten wir es jetzt irgendwie rausspielen. Was haben wir so an Items? Nichts Neues. Das den Wachsmalstift. Du willst den Wachsmalstift da rein? Ja. Dein Wunsch? Oder die Schere? Ah. Nein, ich will nicht das Gerät einmal. Ach, okay. Jetzt verstehe ich das. Also wir wollen es verstopfen, dann nimm unser dreckiges Taschentuch. Nee, oder wir nehmen den Stopfen, den wir haben. Das habe ich oben eben schon versucht, aber es hat nicht geklappt. Nein! Auswählen. Zu obvious. Die Steuerung. Es ist immer so ein bisschen verzögert. Das ist total nervig. So, die Frage ist... Oh, Isa ist so klug. Guck mal, wir sollten immer Isa dabei haben. Lass den Korken so. Der Korken ist jetzt drin. Ich weiß nur gerade nicht, was mir das bringen soll. Haben wir jetzt dann... Let's play Rohr verlegen. So, sie kommt mit der Hand nicht rein und wir haben oben abgestopft. Kann ich den Wasserhahn anmachen? Alter, spül einfach. Komm. Hat sie es jetzt nicht abgespült? Ich weiß nicht, können wir den anmachen? Ja, können wir, sehr schön. Das heißt, es wird sich gleich eine Verstopfung, also es fließt gleich hoch. Ja, viel Spaß. Das sind auch immer so schöne Sachen. Bevor wir diese Bude verlassen, zerstören wir die auch noch so richtig. So Destruction Party mäßig. Wir hinterlassen nichts. Verbrannte Erde. Ja, das ist echt so. Okay, ich gehe mal wieder runter. Ich glaube nämlich, dass wir jetzt alles haben, oder? Kann ich die Sachen schon mal in den Zauberkessel tun? Mhm. Ich hoffe doch. So. Da haben wir. Ja? Rein damit. Dann haben wir das hier. Eine Feder. Nein. Ja, und jetzt? Die Feder noch rein, die habe ich eben. So, die beiden haben wir drin. Jetzt fehlt noch das Amulett. Oder muss ich es erst kochen? Ich glaube nicht, oder? Ich probiere mal. I'm missing some things for the spell. I still need a blessing from the dead. Then I'll finally be able to get far away from this. Guck mal, da ist so ein Skelett, können wir da was abstellen? Oder das Skelett oben, vielleicht ist das jetzt wieder da. Ja, komm, wir gehen zu Jorich und geben ihm unser Amulett. Braucht er das? Aber wir brauchen das doch noch, um es reinzutunken. Joringel. Jorich. Even if I did try and summon Joringa, like the book says, I don't think. Ich habe noch den Ton angehabt, weil ich das tolle Tanzvideo mit Tim geguckt habe. No. Von einem anderen Geist. Weißt du, ob hier noch ein anderer Geist drin war irgendwo? Naja, seine Frau. Aber ja, beug dich mal da rein. Bück dich. Bück dich. Bück dich hoch. Stimmt. Ey, wir sollten eine Playlist mit Songtexten, in denen Bück dich vorkommt, erstellen. Guck mal, wir hatten schon zwei. Deichkind und Rammstein. Rammstein kenne ich nicht. Echt nicht? Also das. Was ist das denn? I can't reach it from here. I can't reach it from here. Los, Babydrache! Es läuft gerade voll gut. Wir haben vor langem nicht mehr in den Chat gucken müssen. Naja, du vielleicht nicht, ich schon. Wieso schickst du denn den Drachen darunter? Du sollst das Amulett? Das Amulett? Braucht die das Amulett? Hä, du sollst das Amulett so runterhalten, weil da die Frau vom Joringel drin ist. Und das Amulett hilft uns dabei? An die Hand? Mach mal Amulett an Hirn. An Hirn? Ach so, so meinst du das. Okay, okay. I don't want to be too reckless with this power. I should try using my power for... Langweilig. Sie benutzt, ich meine, warum hat sie Telekinese, wenn sie die nicht macht? It looks like the witch is dumping ground. Okay, ich glaube, hier ist kein ganzer Mensch drin oder so. Kannst du nicht ihren Finger öffnen? Achso, das kann ich auch nochmal gucken. Aber sie braucht das Amulett ja nicht, das brauchen wir ja noch. I feel bad for taking the handkerchief. I hope
J, das, ach, das war wirklich die Frau. Mach mal, kombinier mal das Taschentuch. Oder wirf das Taschentuch rein. Wirf das Taschentuch in den... Ah. Oder können wir das Taschentuch Joring geben? Joringe? Joringe ist abgehauen, Mann. Ich wollte ihm das geben, aber der war viel zu... War schon weg? Ja. Okay, aber das haben wir das nicht von hier geholt? Stimmt, oder gib mir mal das Taschentuch. Ja, und dann kommt er vielleicht wieder. Ja. Und dann liebt er uns. Dann liebt er uns? Achso, dann mag... Nee, okay. Ich wollte gerade sagen, er hat doch eine Frau. Hatte eine Frau. Alter, Mädel. Sollst ihm das geben? Drachen mit dem Wachsmalstift füttern. Ja? Ach Gott, ich gehe mal aufs Gehirn, weil ich denke, dass das Inventar. Da steht ja ungiftig drauf. Oh. Keine Wachsmalstifte essen. Yummy Paraffin? Jetzt? Jetzt kann er Feuer machen. Ja. Ach cool, dann können wir damit gleich den Kessel anfeuern. So cute. Können das ganze Haus damit abfackeln. Okay, Ja Mann, wir sind doch ganz normale, durchschnittliche Mädels. Das vollgerotzte Taschentuch hat uns nichts, glaube ich. Ich würde es ihm gerne geben. Aber er ist schon weg. Das funktioniert also nicht mehr. Haben wir irgendwo anders noch irgendwelche Überreste? Ich gehe nochmal unten gucken. Warte mal kurz, er wollte das Handtuch nicht nehmen. Das Taschentuch, ja. Okay, dann wirf das mal in den Kessel rein. Probier das mal. Ah, hat sie uns das... Okay, mal sehen. I'm not sure what good that would do. Ey, wieso versuchen uns alle als hübsch oder nicht hübsch oder was auch immer einzuordnen? Man guckt das Spiel und findet es halt lustig oder nicht. Ist doch voll unnötig. Das ist wie... Das ja. Ist, manchmal ist der Chat mehr so, so Germany's Next Topmodel zu gucken. Ah, die ist voll hübsch, die ist nicht hübsch. Die ist voll hässlich. Ist vielleicht landen wir am Ende in der bunten. Sophia heute hübsch gekleidet. Lisa hatte heute mehr als ihre Sonnenbrille. Oh, zur Abwechslung. So, da passiert nichts mehr. Haben wir noch... Oh, Simon, versuchst du gerade an uns vorbeizuschleichen mit einer Pizza in der Hand? Nee, danke. Oh, Hammer. Cool. Das ist top. Danke, echt jetzt? Dankeschön. Du wolltest nicht? Nee, ich wollte nicht. Ich habe eben schon gegessen. Was machst du gerade? So, da kommt sie nicht ran. Das funktioniert also nicht. Ich würde gerne dieses Taschentuch irgendwie, aber... Das habe ich von da genommen. Okay, ja gut. Nee, dann lassen wir das sofort wieder. Ich würde es in den Kessel werfen. Hat nicht funktioniert. Okay. Dann mach den Drachen, dass er es schon mal anfeuert. Okay. Da. Und... Oh, nein. Nein, bleib hier. Böses Mädchen. So. Sorry, stört das? Moment, ich mach mal so. I'm missing some things for the spell. A blessing from the dead. Segen der Toten. Ja, Mann, genau. Warte viel mal. Wichtiger ist, dass ihr hübsch seid. Sonst geht's doch gar nicht. Wir sind zwei und ihr seid 5000. Kommunikation mit dem Jenseits. Vielleicht das mal angucken. Communicating with the other side. All right, here we go. Flipflops bringen mich immer dazu, die zum... Wo muss ich das hin tun? Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Das hast du dabei. Ja, ja, das habe ich dabei, nur ins Bett, ins Kinderbett. Und dann klickst du wahrscheinlich mit dem Handtuch, Taschentuch aufs Bett. Okay, ich probiere es mal. Aber sich zur Ruhe legen, dachte ich im Sinne von sterben, was sie halt dabei hatte, als sie gestorben ist. Nee, leg dich zur Ruhe, heißt geschlafen. Achso, okay. Probieren wir es. In Frieden ruhen heißt sterben. It's escaping time. Schon wieder. Isa macht Chaos. So? Ja, Simon ist echt nett, hat schön Pizza vorbeigebracht. I've tried sillier things so far that I... Ja! Here goes nothing, I guess. Ih, sie hat sich auf die vollgerotzte Stelle gelegt. Ich glaube, das ist gerade die Gegend. Got to sleep. Come on, Anna. No more being awake now. I'm not even sleepy, though. I'm not even sleepy yet. What would Grandpa say to help me sleep? He'd say, come now, Anna. Lay down your head. The time for sleep is here. Oh, stimmt, man. So kriegt man Frauen aber rum. Stell dir vor, du kommst in so eine Disco einfach mit einer Pizza. The dark. You need not fear. I will. But, Grandpa... You
said you'd read to me tonight, remember? Oh, yes. You are quite right. Quite right. Why don't you bring something over here? Was denn? Träumen wir gerade? Irgendwas vorlesen. Ja, ich träume gerade. Ich soll ihm irgendwas zum Vorlesen bringen. These ones so many times, though. Surely there's something else. Hol mal der Hund von Baskerville oder sowas. Von Sherlock. Da ist nichts mehr. Da ist auch nichts. Hat sie was im Inventar? Inventar haben wir nicht. Ah, da oben. I found a book. Do you think you could get it down for me? Oh, you don't mean... Well, I don't know about that one. Das ist gefährlich. Why don't we just read one of the fairy tales you love so much? Sie sieht auch so ein bisschen gruselig aus. So ihre leeren Augen, was anderes verdeckt. Oh, Hannah, I'm really not so sure. This one is about someone who, well, aber sonst not das all Teil stories echt should be heard by schön. Young ones. Ich finde es ein bisschen zu kindlich. Also so von... Ich finde es vom Style her super schön, aber ja, ich finde es von ihrer Stimme her, so von ihrem Charakter. You're quite right. Von ihrem nicht vorhandenen. Quite right. But let me tell you something first. You must know these stories. They're about scary kinds of people. People who are evil, who will trick and deceive you. These are why we stay safe on our farm. You see? Ja, Brigistarino, ich dachte auch erst, Opa ist tot, aber nee, wir träumen gerade. That time I broke your music machine. I lied about it, remember? I tried to trick you, so... Was that evil? Oh, no. No. Of course not. We are good people, Anna. We just make mistakes. Lisa? Some people we think are bad might just be making mistakes then. Anna, sweet thing. Die wirklich wichtigen Fragen. So, da muss man aber auch mal drauf eingehen, ja? Es kann ja nicht offen bleiben. Ich zieh mich gleich wieder an, kann ja nicht angehen. Aber dann schwitzt sich so idiotisch. Das Problem ist, man kann kein Fenster hier aufmachen. Das Fenster ist schon offen, die beiden müssen zu sein, weil hier sonst das Licht von draußen reinkommt. Ja, das stimmt. Right then. Oh, da kommt man auch. So late, where winds blow wild. Das ist der Vater! Ja, sorry! Nicht von Rebecca auf Rebecca im Havelland. Es wäre geil, wenn die hier erst mal so ein 10-Minuten-Rebecca-Gedicht aufsagen würden. Das ist meine Tochter. Oh, abgewandelt. Feministen-Version. Sweet lass, oh come and join me do. Such clever games I'll play with you. Oh. Anna? Anna. Das ist Ben, oder? Anna, please wake up. Er hat eine sehr nasale Stimme. This isn't happening. Oh. It's not happening. Das ist die Frau. Ja. Kann ich schon was machen? Nein, mein Cursor ist nicht da. Naja, es passiert, wenn man auf vollgerotzten Taschentüchern anderer Leute schläft. How are you? Man wird zum Exorzisten und beschwört Geister. I'm fine. Naja, wobei die beschwören Exorzisten Geister. Okay. Wie heißen die Leute? Medium? My name is Anna. Pleased to meet you. Anna? Just wait, Ben. I'm trying to talk to the ghost. Rape story. nein, das ist der Todestraum eines Kindes. Yeah. What? To the ghost? Trying to. I'm not sure, but... Er ist halt schon so ein bisschen... You can't talk, can mein liebes Kind, komm, geh mit mir. Schön. Not even creepy. Okay, well, das lesen wir zum Schluss mal vor. I'm sorry to summon you like this, miss. It's just, I was kidnapped, you see, by the witch. I think you probably know her. Yes, the thing is, I need your help with something. Der Bär hält sich die Augen zu. Er sieht ein bisschen aus wie Ted, finde ich. Wait, don't go. Rats. I hope she hasn't gone too far away. Die ist unten. Die ist unten bei der Leiche von Jorinne. Kann ich das wieder mitnehmen? Yeah. I'll just leave it as it is. Okay, nee, kann ich nicht. Na komm. Da ist sie schon wieder. Ah, there you are. Oh. Oh dear. Jetzt hat's Anna auch gerafft. You must be the girl he was talking about. Jorinda,
Jorinde und Joringel. Füreinander bestimmt. Joringo came here for you. He wanted to find you. He called you his, his lost nightingale, or something or other, right before he, ran off. I don't mean to bother you, miss, but, well, I really need your help with something. And there she goes again. Poor girl. Ja. What did the witch... Aber Kommunikation mit dem Jenseits haben wir jetzt... Haben wir gelesen schon. Und jetzt ist sie gleich auf dem Dachboden. You just keep popping up everywhere, don't you? Wait, did you... You came here to help me? Ist nicht sehr gesprächig im Vergleich zu Thank ihrem you, Freund. Jorinde. Hat sie einen Mund? It means a lot to me. Jorinde. Ist wieder da. Jorinde. Ist das? Is that you? Ich glaube schon. Jorinde, my precious nightingale, it is you. Jetzt stellt sich raus, er ist voll der Stalker und sie wollte vor ihm fliehen. Oh, okay. Okay, dann nicht. Aber mit ihrem Namen könnten sie auch Geschwister sein. Now that we're together once again. Incest! Incest alert! Sie klatscht ihm erstmal eine Respektschelle. Nice. Jorinde. Dass er auch gestorben ist. Hello again? Warum kann er reden und sie nicht? I didn't mean to make her upset with you. Weiß ich nicht, darüber weiß ich nicht. The girl. I'm sorry, Jorinde. I wanted to help her. Really, I did. I was just so excited to see you after all these years. Please, forgive me, my love. Let's do this together. Oh, wir haben doppelten Sieg. Oh, wir haben einen Erfolg freigeschaltet. Ach, süß. Thank you, Jorinde. And Joringo. I'll finish this spell, just you see. Then I'll make my escape. Holt den kleinen Drachen raus. Ich hole jetzt meinen Taschendrachen. Oh, nein. Hier. Läuft sie halt einmal um die Kette rum. Isa, du hast dich verwirrt. So, ich muss jetzt aufkochen lassen. Du sammelt den Drachen wieder ein. Und jetzt kocht das, ist jetzt schon fertig? Und jetzt machen wir unser Amulett da rein, oder? Ah, ja, stimmt. Mädels, eure Themen. Welche Themen? Haben wir heute über irgendwas geredet? Nein, nicht schlimmer als sonst. So, jetzt hat's funktioniert. For my sake, I hope wir heute Themen? Yes, I might have to find out soon enough. Wohnungen aufbrechen. Puffs. Knast. Haben wir über Puff heute schon geredet? Nein. Über die Nutte? Verdammt, okay, dann müssen wir das jetzt noch nachholen. You've done well, dear Anna. And you've indeed succeeded. Kennst du die Serie Der Bär im großen blauen Haus, die Kinderserie? Da gab es einen Mond, der war mega creepy, so eine Puppe. Und der sah genauso aus. Wie das Gesicht? Luna hieß der und der hat immer gesungen. Der Bär. Im blauen Haus. Mond oder Luna oder so. Der Bär im Mond. Ja, da besteht eine Idee. Thank you again, Mirror. I won't forget you. Das ist mega creepy. Oh, der ist super creepy. Googelt mal. Er sieht aus wie Leute, die am Sonntagmorgen aus dem Pudel kommen wahrscheinlich. Der sieht aus wie der Kopf von dem von The Nightmare Before Christmas. Jack? Ja. Jack heißt er doch. Ich glaube, der ist Jack. So sieht der Mond aus, aber nur der Kopf und er schwebt halt im Himmel und er redet. Ich habe es all prepared now. Nicht drauf zoomen. Nein, die Kamera. Also das Bild. Ben? Ich weiß nicht, wieso da Musik an dem drunter steht. What happened to the hole? And the handkerchiefs? Könnt ihr den sehen? No. It can't be. Mega creepy, der Boy. Oh, shit. Ist das die Hexe? Ja, aber wir haben jetzt ein Amulett.
Was war denn in der Kiste drin? War da, hab ich vergessen. What a wonderful evening you've had yourself here. I think it's about time we put an end to all this nonsense. Sie hat aber auch einen schönen Akzent. Don't you? Oh, I've come so close. I'm not quitting now. I have to escape. Escape? So, ihr habt nur noch 20 Minuten Zeit und eure bauchfreien Bilder. Hashtag, oh ja, dicker Bauch. Echt? Ich muss nachholen. Ja. Wo bist du plötzlich hergekommen? Naja, tatsächlich schon. Ich denke nicht. Was wollen wir sagen? Ich denke nicht. Ich denke nicht. I suppose not. Pathetic little thing. You're just as weak as your foolish friend. What did you do to Grandpa? It doesn't matter now anyway. It's time. Sieht auch so ein bisschen lethargisch aus. Then? Nope, not then. You wretched little runt. You deceive me. You leave him alone. Haven't you done enough already? I've had enough of this. Of both of you. I'm going to enjoy this. Aber wir haben das Amulett ja schon. Oh! Hold still, children. Oh, was macht sie? Only take a moment. Spirits of the day. Wahrscheinlich ist das jetzt ein Quicktime-Event, was wir wegen der Maus verkaufen. Nee, also gerade ist der Cursor weg, deswegen können wir nichts machen. Ja, aber gleich ist er bestimmt wieder. Oh, Quicktime-Events in Point-and-Click-Spielen. Disable those impune. I'm here, Ben. I'll protect us. Dead Synchronicity, die Szene, wo sie den Jungen erschießen wollten. Jetzt habe ich... Oh, kleinen Drachen. Ah, nee, da kommt der Amulett nicht so voll. Kann ich das auf mich? Ben? Auf sie? You should leave Ben out of the poor guy's too scared to move. Ah, nein, jetzt habe ich es weggemacht. Okay, kleiner Drache. Ah. Oh nein, du hast es verkackt. Ich glaube echt. Ah, nee, sie sieht, das geht nicht. Oh. Steve hat sich wieder ganz geschickt aus dem Bild geschlichen. Tschüss. Ciao. It won't last forever. Doch. Break it down. Eventually. Kann ich sie mit ihrer Suppe bewerfen? Okay, Drache. Aber der There's no need to do anything else to it now. Na, ja, du hast noch das Amulett in der Hand. Diamant vielleicht? Zum Reflektieren? So beautiful. Wow, such a pretty thing. They're meant to be worth a lot. Nee. Oh mein Gott, ich hätte... Wieso kickt sie sie nicht einfach? Kann ich das kombinieren? Was hast du denn vor? Irgendwas zaubern. Zeig ihr das Bild. Nee, nicht zaubern. Zeig ihr das Bild von ihren Eltern. Okay, das haben wir schon gemacht. Ah, schon wieder. Ich bin überfordert. Jetzt sagt der Chat was? Nee, Werbung. Willst du? Okay. Kurz. Ja, okay. Und mit dem finalen Kampf... Ja, mit dem finalen Kampf geht es weiter nach der Werbung.